Hallo zu diesem Video über SQL Server und wie lege ich einen Benutzer an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wenn ich nun einen Benutzer oder auch einen Benutzer für eine Software einrichten möchte am SQL Server, so habe ich zwei Möglichkeiten. Beziehungsweise gibt es zwei Stellen am SQL Server, wo ich Benutzer anlegen kann. Und genau diese beiden sehen wir uns im Detail an. Zum einen habe ich mich jetzt auf die Datenbank verbunden mit dem Administrator-Account. Jetzt sehe ich bereits in dem Knoten Security die Anmeldekonten, die bereits angelegt worden sind. Diese Konten hier besitzen die Berechtigung, am SQL Server sich anzumelden. Wichtiger Unterschied, das bedeutet nicht, dass ich auch gleichzeitig Zugriff auf die Datenbanken am SQL Server habe. Wie ich nun Zugriff auf eine bestimmte Datenbank einrichte, möchte ich nun vorstellen. Dazu kann ich nun mit einem Rechtsklick eine neue Anmeldung anlegen. In diesem Fenster habe ich nun zwei Möglichkeiten, wie ich einen Benutzer anlege. Option Nummer 1, ich verwende die Windows-Authentifizierung, somit einen Benutzer aus der Active Directory Services. Oder ich nehme Option 2, SQL Server Authentifikation. Das bedeutet, dieser Benutzer existiert nur am SQL Server und nicht in einer Active Directory Gruppe. Diese Option wähle ich nun aus. Ich kann hier einen Benutzername angeben, in meinem Fall David Hasselhoff, und verwende ein Passwort. Des Weiteren habe ich hier Möglichkeiten hinsichtlich der Passwortrichtlinien anzugeben. Für diesen Fall nehme ich diese mal heraus. So, nun habe ich einen Namen vergeben für diesen Benutzer, ein Passwort, und jetzt möchte ich nun diesen Benutzer auf eine bestimmte Datenbank freischalten. Wie mache ich das? Das kann ich im sogenannten User Mapping machen. Das befindet sich links in diesem Fenster. In diesem User Mapping habe ich nun eine Auflistung aller Datenbanken am SQL Server. Und wie man hier sieht, gibt es bereits eine Datenbank AdventureWorks, und genau dort kann ich mit einem Haken diesen Benutzer freischalten. Darüber hinaus kann ich nun angeben, welche Rechte dieser User haben soll. Ich habe hier standardmäßig den DB-Owner, sozusagen Eigentümer der Datenbank, und kann sowohl lesen, schreiben, Backup machen und vieles weitere. Möchte ich hier eine genauere Unterscheidung machen, so habe ich hier die Möglichkeiten der einzelnen Berechtigungseigenschaften. Ich bin mit diesen Berechtigungen zufrieden und bestätige mit OK. Und sehe nun, dass der User David Hasselhoff einerseits auf der Datenbankebene unter Security angelegt worden ist, aber auch am SQL Server unter Security Logins ist er ebenfalls angelegt. So, im nächsten Schritt möchte ich natürlich diesen User testen. Dazu wähle ich eine neue Verbindung auf den SQL Server und wähle SQL Server Authentifizierung und gebe nun den Namen sowie das Passwort ein. Und wie man sieht, habe ich nun mit diesem User Zugriff auf die entsprechende Datenbank. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.